und herzlich willkommen zu Pixel erklärt. Ich bin Alex und das ist Joscha. Hallo. Nachdem vor ein paar Tagen unser Instagram-Profil gestartet ist, wollen wir euch heute zeigen, wo es zu finden ist, welche Informationen darauf zu sehen sind und wie ihr Instagram an sich nutzen könnt. Im ersten Teil unserer Instagram-Erklärung wollen wir euch nun die Registrierung, die Startseite, die Kommentarfunktion, die sogenannten Direct Messages und die Suchfunktion von Instagram zeigen. Im zweiten Teil, welcher noch heute, am Donnerstag um 14 Uhr veröffentlicht wird, zeigen wir euch, wie ihr unser Instagram-Pixel-Profil finden könnt und wie es aufgebaut ist. Und im dritten Teil, welcher am 17. März um 10 Uhr veröffentlicht wird, bekommt ihr Infos zu den sogenannten Reels, dem Instagram-Shop und eurem eigenen Profil. Als erstes müsst ihr euch die Instagram-App aus dem jeweiligen Store herunterladen. Je nachdem, welches Smartphone ihr habt, ist das der Google Play Store, der Apple App Store oder die Huawei App Gallery. Die weiteren Schritte in der App seht ihr nun im Video. Nachdem die App installiert ist, auf Öffnen klicken. Daraufhin erscheint ein Fenster, in dem den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zugestimmt werden muss. Dazu auf Weiter klicken. Um einen Instagram-Account zu erstellen, kann jetzt, falls ihr schon einen Facebook-Account habt, auf die Schaltfläche mit Facebook anmelden geklickt werden. Daraufhin werdet ihr auf die Facebook-Seite weitergeleitet, wo zuerst alle Cookies gestattet werden müssen. Danach kann sich mit den Daten, die ihr sonst auf Facebook nutzt, angemeldet werden. Ansonsten kann ein Benutzerprofil erstellt werden, indem ihr auf mit E-Mail-Adresse oder Telefonnummer registrieren klickt. Anschließend gelangt ihr auf die Registrierungsseite. Dort kann ausgewählt werden, wie man sich registrieren möchte. Entweder per Telefonnummer oder per E-Mail. Bei der Registrierung mit der Telefonnummer muss zuerst auf das Feld US plus 1 geklickt werden und dann in dem Fenster nach Deutschland gesucht und darauf geklickt werden. Danach kann in das Feld Telefonnummer eure Handynummer eingegeben werden. Danach auf Weiter klicken. Daraufhin wird euch von Instagram eine SMS mit einem 6-stelligen Bestätigungscode gesendet. Öffnet nun diese SMS und gebt den Bestätigungscode in der Instagram-App ein. Klickt dann auf Weiter. Bei der Registrierung mit der E-Mail-Adresse muss zuerst auf E-Mail rechts neben Telefon geklickt werden. Dann die gewünschte E-Mail-Adresse in das Feld E-Mail-Adresse eingeben und auf Weiter klicken. Daraufhin wird euch von Instagram eine E-Mail mit einem 6-stelligen Bestätigungscode an eure zuvor eingegebene E-Mail-Adresse gesendet. Öffnet nun diese E-Mail und gebt den Bestätigungscode in der Instagram-App ein, klickt dann auf Weiter. Bei beiden Registrierungsmethoden erscheint im Anschluss eine Seite, auf der Name und Passwort eingegeben werden kann. Unter vollständiger Name muss ein Name eingegeben werden, der aber nicht der eigene Name sein muss. Dennoch muss sich dieser Name, ebenso wie das Passwort, das mindestens 6 Zeichen lang sein muss, gemerkt werden. Durch Klicken auf das Kästchen unter dem Passwortfeld wird das Passwort gespeichert und muss somit nicht beim Öffnen der App erneut eingegeben werden. Außerdem kann man hier wählen, ob man seine Kontakte mit Instagram verknüpfen, abgleichen und regelmäßig aktualisieren möchte, um einfacher bekannte Personen oder FreundInnen auf Instagram zu finden. Je nachdem, was gewünscht ist, auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Auf der nächsten Seite wird nach eurem Geburtstag gefragt. Unter der Schaltfläche Weiter könnt ihr diesen durch Wischen nach oben und unten eingeben. Nach Eingabe auf Weiter klicken. Daraufhin werdet ihr gefragt, ob ihr euch mit eurem zuvor eingegebenen Benutzernamen registrieren wollt. Es wird darauf hingewiesen, dass ihr diesen später jederzeit ändern könnt. Nun auf Registrieren klicken, um die Registrierung abzuschließen. Bevor ihr euch nun die Anleitung zur Nutzung von Instagram anschaut, bitten wir euch, die App erst einmal komplett zu schließen und dann wieder zu öffnen. Danach sollte die App so aussehen, wie wir sie euch im Video vorstellen. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass die App bei manchen Geräten
erst nach dem einmaligen Schließen und Wiederöffnen auf den neuesten Stand gebracht wird. Falls im Video doch manches anders aussieht als auf eurem Smartphone oder Tablet, müsst ihr euch nicht wundern, denn die Oberfläche von Instagram sieht leider teilweise von Smartphone zu Smartphone etwas unterschiedlich aus. Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, gelangt ihr zur Startseite. Dass ihr euch auf der Startseite befindet, seht ihr zum einen daran, dass in der Menüleiste unten links das Haus farblich hervorgehoben ist. Zum anderen erkennt ihr es daran, dass oben links unter dem Instagram-Logo euer Profilbild mit einem kleinen Plus und mit dem Titel Deine Story zu sehen ist. Indem ihr darauf klickt, könnt ihr eurem Profil eine neue Story hinzufügen. Wenn ihr schon Profile wie zum Beispiel Personen, interessante Seiten oder Unternehmen gefunden habt, denen ihr folgt, werden auf der Startseite rechts neben eurem Profilbild deren Profilbilder mit Namen angezeigt. Ein orange-pinker Kreis um das Profilbild deutet darauf hin, dass eine neue Story gepostet, also veröffentlicht wurde. Dieser verschwindet, sobald die Story angeschaut wurde. Um die Story anzuschauen, müsst ihr auf das jeweilige Profilbild klicken. Auf Stories werden wir bei der Vorstellung unseres Pixel-Profils später aber noch ausführlicher eingehen. Zurück auf der Startseite könnt ihr durch Wischen nach oben und unten durch die Seite scrollen. Hier findet ihr neben Beiträgen von Profilen, denen ihr folgt, auch Werbung. Diese kann nicht entfernt werden, deswegen einfach weiter scrollen. Habt ihr alle Beiträge der letzten 3 Tage gesehen, werdet ihr durch einen orange-pinken Haken mit Kreis und die Info, du bist auf dem neuesten Stand, darauf hingewiesen. Unter dieser Info werden euch Beiträge vorgeschlagen. Diese basieren unter anderem auf den Profilen, denen ihr schon folgt. Auch hier ist zwischendurch Werbung eingeblendet. Über jedem Beitrag sind links oben das Profilbild und der Profilname des Profils zu sehen, welches den Beitrag veröffentlicht hat. Durch Klicken darauf gelangt ihr auf die Seite dieses Profils. Rechts über dem Beitrag sind 3 Pünktchen zu finden. Durch Klicken darauf öffnet sich ein Menü, in dem ihr verschiedene Bereiche auswählen könnt. Das Menü kann geschlossen werden, indem man den grauen Strich oben im Menü nach unten zieht. Links unter dem Beitrag sind ein Herz, eine Sprechblase sowie ein Papierflieger zu sehen. Mit einem Klick auf das Herz markiert ihr den Beitrag mit Gefällt mir. Darunter steht Gefällt mit einer Zahl dahinter, die anzeigt, wie vielen Personen dieser Beitrag gefällt. Klickt ihr auf das Herz, könnt ihr beobachten, wie sich die Zahl um 1 erhöht. Neben dem Herz ist eine Sprechblase zu sehen. Diese klickt ihr an, wenn ihr zu dem Beitrag einen Kommentar schreiben oder Kommentare anderer anschauen möchtet. Nach dem Klicken öffnet sich die Seite Kommentare, auf der ganz oben die Beschreibung zu diesem Beitrag zu lesen ist. Diese Beschreibung ist auch auf der Startseite unter dem Bild zu finden. Links neben der Beschreibung sieht man das Profilbild und den Profilnamen. Durch einen Klick darauf gelangt man wieder zu der Profilseite. Darunter steht eine Zahl. Dies zeigt an, vor wie vielen Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen diese Beschreibung veröffentlicht wurde. Ist die Beschreibung in einer Fremdsprache verfasst, ist es möglich, sich diese übersetzen zu lassen, indem man auf die Schaltfläche Übersetzung anzeigen klickt. Möglicherweise ist in der Beschreibung auch ein Hinweis auf die Fotografin oder andere Personen zu finden. Dies ist dann farblich mit einem Ad hervorgehoben. Klickt man darauf, gelangt man zur Profilseite der Person. Unter der Beschreibung könnt ihr dann alle Kommentare lesen, die andere Personen schon zu diesem Beitrag verfasst haben. Hier könnt ihr durch Wischen nach oben und unten durch die Kommentare scrollen. Neben jedem Kommentar sind auf der linken Seite das jeweilige Profilbild und der Profilname zu sehen. Klickt ihr darauf, gelangt ihr auf das Instagram-Profil. Neben dem Profilbild und dem Profilnamen stehen ein meist kurzer Satz und/oder Emojis,
die zum Ausdruck bringen, was eine Person von dem Beitrag hält. Rechts neben den Kommentaren befindet sich wieder ein Herz. Hier habt ihr die Möglichkeit, den Kommentar mit Gefällt mir zu markieren. Damit erhöht sich die Gefällt mir-Anzahl, die unter dem Kommentar zu sehen ist. Links neben der Gefällt-Angabe ist zu sehen, vor wie vielen Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen der Kommentar veröffentlicht wurde. Rechts daneben gibt es noch die Schaltfläche Antworten. Durch Klicken darauf könnt ihr auf diesen Kommentar antworten. Hat das schon jemand getan, sieht man das in manchen Fällen daran, dass unter dem Kommentar leicht nach rechts versetzt Antwort ansehen steht. Eine Zahl zeigt an, wie viele Antworten es schon gibt. Hier kann man einfach draufklicken und sich die verschiedenen Antworten durchlesen. Es kann aber auch sein, dass es die Schaltfläche Antwort ansehen nicht gibt. Dann sind die Antworten bereits leicht nach rechts gerückt unter dem Kommentar zu sehen. Wie bei allen anderen Kommentaren ist es auch hier möglich, ein Gefällt mir zu vergeben, darauf zu antworten oder durch einen Klick auf das jeweilige Profilbild zum entsprechenden Profil zu gelangen. Unten auf der Kommentarseite seht ihr schnell Aktionen in Form unterschiedlicher Emojis. Klickt ihr auf ein Emoji, wird dieses in das darunterliegende Feld, in dem Kommentieren steht, kopiert. Dann auf Posten klicken. Möchtet ihr einen längeren Kommentar verfassen, klickt ihr einfach direkt in dieses Feld. Hier könnt ihr dann einen längeren Text eingeben und dann auf Posten klicken. Links daneben seht ihr euer eigenes Profilbild. Eure Kommentare können alle Instagram-Nutzer lesen. Also gebt keine persönlichen Daten oder ähnliches preis und werdet niemals beleidigend oder verletzend. Oben rechts auf der Kommentarseite ist das Papierflieger-Symbol zu sehen. Damit könnt ihr den Beitrag mit Profilen teilen, sodass auch Sie den Beitrag lesen und kommentieren können. Durch Klicken auf den Papierflieger öffnet sich ein Fenster. Hier seht ihr zuerst ein Feld, in dem ihr, wenn gewünscht, eine Nachricht zusätzlich zum Beitrag schreiben könnt. Gebt dafür die Nachricht ein. Um diese und den Beitrag an Profile eurer Wahl zu verschicken, müsst ihr auf die blaue Schaltfläche Senden der jeweiligen Profile klicken. Danach steht neben diesem Profil rückgängig. Durch Klicken darauf könnt ihr jetzt den Vorgang noch abbrechen. Sonst erscheint nach einigen Sekunden gesendet. Somit wurde die Nachricht inklusive Beitrag an das ausgewählte Profil gesendet. Ist das gewünschte Profil in der Auflistung nicht zu sehen, könnt ihr es über die Suchleiste suchen. Ebenso könnt ihr den Beitrag über die Schaltfläche Beitrag in deiner Story posten, in eurer Story veröffentlichen. Durch die Schaltfläche Gruppe erstellen habt ihr die Möglichkeit, eine Gruppe mit unterschiedlichen Profilen zu erstellen. Habt ihr den Beitrag an die gewünschten Profile und Gruppen versendet, klickt unten auf Fertig. Oben links auf der Kommentarseite ist ein Pfeil, mit dem ihr zurück zur Startseite gelangt. Unter dem Beitrag, rechts neben der Sprechblase, ist ein Papierflieger zu sehen. Mit einem Klick darauf gelangt ihr direkt zu der Seite, auf der ihr den Beitrag mit Profilen oder Gruppen teilen könnt. Rechts unter dem Beitrag befindet sich noch ein Fähnchen. Wenn ihr darauf klickt, wird dieser Beitrag gespeichert. Gespeicherte Beiträge findet ihr, wenn ihr unten rechts in der Menüleiste der Startseite auf die Figur bzw. euer Profilbild klickt. Dadurch gelangt ihr auf eure Profilseite. Oben rechts auf dieser Seite sind drei waagerechte Striche. Wenn ihr hier draufklickt, öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Punkten, unter anderem dem Punkt Gespeichert. Unter dem sind eure gespeicherten Beiträge zu finden. Wieder beim Beitrag seht ihr unter der Gefällt-Anzahl noch einen kurzen Auszug der Beschreibung des Beitrags, die auch schon oben in den Kommentaren zu sehen war. Diese kann durch einen Klick auf Mehr ganz gelesen werden. Wie häufig der Beitrag bisher kommentiert worden ist, ist darunter ebenfalls zu lesen.
Darunter befindet sich euer Profilbild mit der Möglichkeit, den Beitrag direkt zu kommentieren, indem auf Kommentieren geklickt wird. Unter diesem Feld wird zum einen angezeigt, vor wie vielen Stunden oder Tagen der Beitrag gepostet wurde. Zum anderen kann man sich durch Klicken auf Übersetzung anzeigen, die Beitragsbeschreibung übersetzen lassen, falls die Beschreibung in einer anderen Sprache verfasst wurde. Rechts oben auf der Startseite befindet sich ein Plus, mit dem ihr auf eurem Profil einen Beitrag, eine Story, ein Reel oder ein Live-Video veröffentlichen könnt. Mit einem Klick auf das Herz rechts neben dem Plus gelangt ihr auf die Aktivitätsseite, auf der ihr einen Überblick über eure Follower-Anfragen, Meldungen und Vorschläge bekommt. Wieder auf der Startseite kommt ihr mit einem Klick auf den Papierflieger rechts neben dem Herzsymbol auf die Direct Messages-Seite, kurz DM-Seite. Hier seht ihr ganz oben euren Profilnamen, ein Kamerasymbol sowie ein Nachrichtensymbol. Mit Klick auf euren Profilnamen könnt ihr noch ein neues Konto erstellen. Klickt ihr auf das Kamerasymbol, könnt ihr einen Videoanruf starten. Um eine neue Nachricht zu schreiben, klickt auf das Nachrichtensymbol oder wählt eines der unten vorgeschlagenen Profile aus. Wenn ihr mit der Person oder dem Unternehmen schon geschrieben habt, könnt ihr einfach auf den entsprechenden Chat über den Vorschlägen klicken. Mit dem Pfeil links oben auf der Seite gelangt ihr auf die vorherige Seite bzw. die Startseite. Weiter geht es mit der Suchfunktion. Durch einen Klick auf die Lupe unten in der Leiste gelangt ihr auf die Suchseite von Instagram. Dort ist oben die Suchzeile zu sehen und darunter werden viele verschiedene Beiträge empfohlen, die einem gefallen könnten. Wenn ihr Instagram zum ersten Mal nutzt, sind dort einfach irgendwelche Beiträge oder Videos zu finden. In unserem Video sind aus urheberrechtlichen Gründen nur verpixelte Beiträge und Videos zu sehen. Jede Kachel ist ein Beitrag oder Video. Auf jede Kachel bzw. jeden Beitrag kann geklickt werden, um diesen näher anzuschauen und beispielsweise Kommentare zu lesen oder den Beitrag mit Gefällt mir zu markieren. Dies funktioniert genauso wie auf der Startseite. Durch Klicken auf die Suchzeile oben öffnet sich diese und es kann nach Personen, Unternehmen, Musik, Hashtags oder Orten gesucht werden, indem ihr über die Tastatur das Gewünschte eingibt. Wenn ihr noch nichts eingegeben habt, seht ihr unter der Suchzeile eure letzten Suchen. Natürlich nur, wenn ihr auch schon etwas gesucht habt. Sind die drei Striche oben links unterstrichen, wird bei Eingabe eines Suchbegriffs nach Personen, Unternehmen, Musik, Hashtags und Orten gesucht. Das ist die intelligente Suche. Klickt ihr auf die Schaltfläche Person rechts neben den drei Strichen und gebt dann einen Suchbegriff ein, werden euch nur Personen oder Unternehmen angezeigt. Klickt ihr auf die Noten neben der Person und gebt dann einen Suchbegriff ein, wird euch nur Musik angezeigt. Bei Klicken auf den Hashtag oder das Symbol ganz rechts werden ebenso entweder nur Hashtags, also bestimmte Schlagworte, oder nur Orte bei einer Suche angezeigt. Sobald der Suchbegriff eingegeben wurde, wird automatisch gesucht, ohne dass in der Tastatur auf Suchen geklickt werden muss. Wenn das gewünschte Profil, die gewünschte Musik, der gewünschte Hashtag oder der gewünschte Ort gefunden wurde, kann darauf geklickt werden und das entsprechende wird aufgerufen. So, das war der erste Teil unserer Instagram-Erklärung. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Überblick über die Startseite und die Suchfunktion verschaffen. Falls ihr euch einen Teil des ersten Teils unserer Instagram-Erklärung erneut anschauen wollt, klickt in der Beschreibung dieses Videos auf die entsprechenden Minutenzahlen mit gewünschtem Titel. So wird direkt der Teil abgespielt, den ihr euch erneut ansehen möchtet. Das gilt auch für die anderen Teile unserer Instagram-Erklärung. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!